Hey, herzlich willkommen zurück bei Mass Effect 2. Jetzt sind wir hier zurück mit Kasumi und Miranda. Und kannst du mir die Klappe halten? Ich unterhalte mich gerade. Und sind auf der Suche nach Okea. Oh, mal gucken, dass wir den jetzt mal so langsam finden hier. Denn der soll uns unser Team verstärken. Oh. Wer sagt, dass wir zu dritt sind? Puff. Das war der Kopf. Puff. Perfekt. Immer schön erst ein mit der Sniper und dann schön verbrennen hinterher. Oh, da! Oh, da, Vater! Oh, jetzt hab ich mir fast ins Höschen gemacht. Alter Schwede! Das könnte nicht bringen, ey. Das könnte echt nicht bringen. Noch Munition liegen. Oh, Miranda ist tot. Puff. Puff. Gehen mal ein Stückchen nach vorne. Ciao. So. Ach toll, das war gegen die Deckung. Ganz toll. Warte, 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 warte. Puff. Zack. Ja, toll, wieder gegen die Wand. Ach toll, er nimmt immer dann die falsche Waffe. Naja, egal. Noch eins weiter. Na toll. Er kommt auch nicht raus da. Der feige Hund. Mal eine Station weiter nach vorne. Oh mein Gott. Okay, den haben wir. Das war gut, das war gut, das war gut, das war gut. Das auch. Sehr schön. Miranda ist immer noch tot. Das heißt, hier ist noch irgendwo ein Gegner. Da unten. So, warte mal. Das machen wir woanders. Hopp. Ja, Munition. Oh mein Gott, Raketen. So. Verdammt. Oh mein Gott. Gut, den ersten mal weg. Oh, 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 das war. Oh, ich muss hier weg. Das geht gar nicht.
Au, au, au. Weg. Alter Vater. Jetzt ist Kasumi auch noch draufgegangen. Ganz toll, jetzt bin ich ganz alleine. Okay. Komm, guck. Okay, okay, okay. Ist gut jetzt. Okay, den haben wir. Machen wir mal drei Blämen beide wieder. Wir brauchen definitiv ein paar Einheiten. Er geht nicht in Deckung da unten. Alter Vater. Geht ja richtig ab hier. Oh, scheiße. Geh runter. Oh mein Gott. Boah, das war heavy. War voll wieder. Gut. Den haben wir. Nachladen ist die beste Zeit zum Schießen. Vor allem, wenn sie dabei stehen bleiben. Na toll. Okay. Den haben wir. Perfekt. Nachladen. Okay, okay. Hier hinten ist nichts mehr. Was ist denn da oben? Ah, hier oben hätten wir auch hingehen können. Naja, egal. Jetzt ist zu spät, jetzt sind die alle schon tot. Munition aufsammeln. Was haben wir? Haben wir hier hinten noch was? Nee? Warum kann ich dann hier hin? Naja, okay. Gut. Gut, gut, gut. Die Munition noch. Ach, wir sind voll. Die ganzen anderen Waffen auch. Das ist voll. Ach, jetzt geht's an die dicke. Die dicke Bertha. Okay. Trinken wir mal einen Schluck Tee. Oh, bitte, ich bin unbewaffnet. Ach, die schon wieder. Dich kenne ich doch. Rana. Ich habe die Überwachungskameras abgeschaltet, sobald ich gesehen habe, dass Sie es sind. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich bin froh, dass Sie den Laden hier zerlegen. Tut mir leid, Rana Thanoptis. Sie haben mich gehen lassen, als Sie Sarens Labor auf Vermeier zerstört haben. Ich musste in einer Wartungskapsel einer Atomexplosion entkommen, aber trotzdem ist es für mich eine zweite Chance. Warum sind Sie hier? Ich nehme an, Sie haben einen guten Grund für Ihre Anwesenheit in diesem Labor. Keine Sorge, ich nutze die Chance, die Sie mir gegeben haben. Meine Arbeit hier ist rein wohltätig, nicht für die Söldner. Jador hat ganz normale Allmachtsfantasien. Aber Okir will wirklich etwas Gutes bewirken, das weiß ich. Na, wenn du das sagst. Auch wenn seine Methoden ein wenig extrem sind. Jeder verdient eine zweite Chance. Das stimmt doch. Und manchmal lohnt es sich eben. Ich kümmere mich um meine Schulden. Was hat Okir hier vor? Es ist kompliziert. Er hat einen Befehl von Jador, der Anführerin der Söldner, eine private Armee herzustellen. Ich bin nicht sicher, ob sie weiß, was sie damit anfangen sollte. Okir beachtet sie eigentlich gar nicht. Okir verfolgt seine eigenen Ziele. Ich habe für die Tankzüchtungen eine Ausbildungsroutine entwickelt, aber die meisten durchlaufen nicht mal einen Bruchteil davon. Er lässt sie vorher fallen. Wonach er auch sucht, es ist kein Heilmittel und es ist auch kein Zahlenmaterial. Mehr Mühe, Sie in einem Ort wie diesem zu finden, lässt mich glauben, dass es ein Fehler war, sie gehen zu lassen. Und das wollen sie doch nicht. Darin sind wir uns einig. Keine Sorge, ich habe vor, von allem, was sie tun, größtmöglichen Abstand zu halten. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich jetzt gern überstürzt davonrennen, bevor Sie hier alles in die Luft sprengen. Ich kenne doch Ihre Methoden. Das war doch ganz nett. Für eine verrückte Wissenschaftlerin, die ihre Moral verkauft. Terminale. Oh, das gibt wieder Kohle. Die nehmen wir natürlich mit. Zack. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Sehr schön. Sieht ein bisschen kacke aus, ey, oder?
Muss man ja mal sagen. Was gucken. Nee, alles gut, alles gut. Das haben wir mitgenommen. Okay, dann geht's weiter. Da sind Sie. Ja, ja. Ich habe Ihr Vorankommen beobachtet. Ja, 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 ja. Erst gucken wir hier mal rein. Okay, zack und zack. Haben wir es doch. Ja, das ist wertvoll. Organische Vitalität. Perfekt. Perfekt. So. Okay, ja. Es ist höchste Zeit. Die Batterien auf diesen Tanks warten nicht, während Sie mit diesen dämlichen Söldnern spielen. Okay, nehme ich an. Ich nehme an, Sie sind Okia. Sie wirken auf mich weder wie ein Gefangener, noch wie jemand, der sich über meine Ankunft freut. Sie mögen behaupten, hier Hilfe leisten zu wollen. Aber der bis vor kurzem verstorbene Shepard ist kein Vorzeichen sanfter Veränderungen. Überrascht? Alle Kroganer kennen Sie. Rana hat Sie mit Sicherheit bereits an Ihre Aktion auf Wörmeier erinnert. Und ich wette Sie auch. Sie sind sicher begierig darauf, das Ganze nochmal zu erzählen. Was für eine Geschichte. Saren, ein Abtrünniger der Spectres, droht damit, die Genophage zu heilen, was zur Rückkehr der Kroganer-Horde führen und den sanften Genozid der Turianer und Salarianer beenden würde. Aber bevor Saren seine gewaltigen Truppen losschicken kann, kommt Shepard angeritten und feiert im nuklearen Feuer den Sieg. Der Teil gefällt mir besonders. So bedeutsam. Eine schwere Entscheidung. Ich hatte nicht viel Spielraum für Raffinesse. Hätte es eine andere Lösung gegeben, hätte ich sie in Erwägung gezogen. Mhm. Ich stimme Ihnen zu. Sarens blasse Horde war zudem nicht wirklich kroganisch. Zahlen allein sind bedeutungslos. Der Fehler eines Außenseiters, den auch diese Söldner begangen haben. Ich habe Ihrer Anführerin meine Abfallprodukte für Ihre Armee gegeben. Aber jetzt wird sie ungeduldig. Es ist Zeit, dass Sie mich von hier wegbringen. Wir sind wegen der Kollektoren hier. Ihre Probleme sind uns völlig gleichgültig. Verstehe. Ja, die Kollektorenangriffe haben zugenommen. Ein Problem der Menschen. Meine Anforderungen lagen gänzlich woanders. Ich habe mir das Wissen angeeignet, einen reinen Soldaten zu schaffen. Damit werde ich der Genophage die größte Schmähung zufügen, die ein Feind erfahren kann. Ich werde sie ignorieren. Fehlschläge. Ihre Suche nach dem perfekten Soldaten hat zu zahlreichen Fehlschlägen geführt. Ist Ihnen das alles völlig egal? Hm. Es waren keine Fehlschläge. Meine Abfallprojekte sind genau das, was Jedor wollte. Sie kann nur mangels Führungsqualitäten nichts damit anfangen. Sie sind stark, gesund und für mich völlig nutzlos. Ich brauche Perfektion. Und wenn vorher ein paar tausend Ausschussexemplare herauskommen, dann ist das eben so. Meine Arbeit wird die Kroganer zu reinen Wesen machen. Wir werden nicht wiederhergestellt. Wir werden erneuert. Ich dachte, die Kroganer wollten wieder die Stärke erlangen, mit der sie früher die Galaxie bedroht haben. Das wird nicht nötig sein. Mein Soldat ist eine Schablone und damit eine größere Bedrohung als alle potenziellen Brüder, die an seiner Seite marschiert wären. Die Galaxie weist noch immer die Narben der Horde auf. Aber sie muss erst lernen, ihre Lanze zu fürchten. Sie sind ebenso grausam und berechnend wie jene, die ihr Volk mit der Genophage infiziert haben. Mag sein. Aber ich bringe die Kroganer wieder ganz nach oben. Und mein Soldat wird dabei keine nuklearen Vergeltungsschläge provozieren. Anders als ein Heilmittel oder eine Horde. Mein Vermächtnis ist Perfektion. Und jeder Kroganer wird nach oben kommen, weil er auf den Leichen unserer Leute steht. Sie werden alle übertreffen, aber sie werden nicht vergessen. Deal mit den Kollektoren? Was haben Sie von den Kollektoren bekommen? Ich brauche alle Informationen, die Sie haben.
Sie sind seltsam. So isoliert und doch so verfügbar, wenn man ausreichend große Opfer bringt. Ich habe ihnen viele Kroganer gegeben. Ich habe vielleicht Informationen für sie. Aber die ganze Tech steckt in meinem Prototypen. Nachdem ich herausgefunden hatte, wie man sie einsetzt, ohne das Versuchsobjekt umzubringen. Die Todesfälle waren bedauerlich, aber ich muss nur ein einziges Mal Erfolg haben, um den Prozess in Gang zu setzen. Sie wollen die Genophage also nicht heilen? Entgegen der Behauptung von Überlebenden führt die Genophage nicht zu starken Kroganern. Sie filtert nur eine einzige Eigenschaft heraus, nämlich die Fähigkeit, die Genophage zu überleben. Selbst bei 1000 Totgeburten bleiben noch zu viele schwache Nachkommen am Leben. Jeder Überlebende gilt heute als wertvoll. Das hat zu mehr Problemen geführt als alle Tests der Menschen an uns zusammen. Ich sage, lasst uns Träger der Genophage bleiben. Sollen noch Tausende sterben? Wir werden das alles überwinden, indem wir auf den Berg der Leichen unseres Volkes steigen. So handeln echte Kroganer. Okay. Kommen Sie mit uns? Ihre Methoden sind extrem, aber Sie wissen, wie man eine Bedrohung analysiert. Werden Sie uns helfen? Vielleicht können wir eine Abmachung treffen, was meinen sicheren Transport angeht. Aber mein Prototyp steht nicht zur Debatte. Er ist der Schlüssel zu meinem Vermächtnis. Ist sie wirklich so willensschwach? Sie wird mein Vermächtnis mit einem einzigen verdammten Ventil auslöschen. Shepard, Sie wollen doch Informationen über die Kollektoren. Halten Sie sie auf. Sie wird versuchen, auf Gefahrenstoffe in der Lagerbucht zuzugreifen. Warum so besorgt? Sie könnten von vorne anfangen, wie sie es auch vorhat. Wo ist das Problem? Dieser Tank ist rein. All die Versuche und Daten haben dazu geführt. Er lässt sich durch einen Neubeginn nicht reproduzieren. Er muss das hier überstehen. Jador wird bei den aussortierten Tanks sein. Beseitigen Sie sie. Ich bleibe hier und tue, was getan werden muss. Okay. Dann bekämpfen wir Jador. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Okay, haben wir jetzt schließlich gefunden. Und ihr da? Warte. Und ihr da geht zum nächsten Part an den Kragen. Schön einen Schuss zwischen die Augen. Oh ja. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Verdammt, Hacke. Hobbelikatz. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut.